Herzlich willkommen zum GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur mit dem Schwerpunkt zur Erstellung wissenschaftlicher Texte. Unser heutiges Video trägt den Titel Grafiken und Tabellen in wissenschaftlichen Arbeiten sinnvoll und richtig nutzen. Wir schauen uns dazu einmal an, welche Arten von Illustrationen es überhaupt gibt, wie diese verwendet werden können, also unter welchen Voraussetzungen, und dann einige knackige Beispiele, was man verwenden darf und was man auf keinen Fall verwenden sollte. Folgende Arten von Illustrationen gibt es. Das sind einmal Grafiken, Tabellen und Bullet Points. Diese haben wir hier aufgelistet, um einfach einmal zu verdeutlichen, dass Bullet Points in wissenschaftlichen Arbeiten wirklich nichts zu suchen haben. Grafiken und Tabellen hingegen sind höchst willkommen, wenn sie einen Mehrwert bieten. Dabei kann es sich um die Darstellung von Daten handeln, in einer übersichtlichen Weise, zum Beispiel in einer Kurve oder einem Balkendiagramm, Prozesse durch einen entsprechenden Prozessablauf, der in einem Prozessdiagramm visualisiert wird, und andere Zusammenhänge, die eben entsprechend dargestellt werden. Was für Voraussetzungen brauche ich, um überhaupt eine entsprechende Illustration einzubinden? Ganz einfach, die Illustration selbst sollte keinen Selbstzweck haben. Also man sollte nicht einfach irgendein Bild oder irgendeine Grafik einbinden, nur des Bildes wegen, nur weil es irgendwie schöner aussieht. Das Ganze muss natürlich in einer wissenschaftlichen Arbeit auch wirklich einen Mehrwert bieten und einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Weiterhin sollte diese Darstellung natürlich sauber sein und in einer guten Auflösung, sodass der Leser auch wirklich ein Diagramm oder eine Grafik hat, mit der er arbeiten kann, die eine Übersicht darstellt und einen Mehrwert bietet. Der Zusammenhang mit dem Text muss natürlich gegeben sein und ganz, ganz wichtig, die Grafik muss zitierfähig sein, also so, dass sie auch wirklich mit ins entsprechende Verzeichnis eingebunden werden kann. Ganz kurz einige ganz plumpe Beispiele für Do's or Don'ts in Bezug auf Grafiken oder Tabellen. Ein Balkendiagramm zur Luftverschmutzung in einer entsprechenden wissenschaftlichen Arbeit ist erlaubt, ein Bild von einem qualmenden Auspuff natürlich nicht. Genauso sieht es aus mit einem Organigramm zum Beispiel in einem Unternehmen zur entsprechenden Unternehmenshierarchie in Gegenüberstellung zu einem einfachen Bild aus Leuten, die sich in einem Meeting befinden. Das eine ist wissenschaftlich und das andere hat wirklich nichts in einer wissenschaftlichen Arbeit zu suchen, sondern kommt vielleicht in irgendwelchen unwissenschaftlichen Texten, Blogartikeln etc. vor. Eine Tabelle mit Pro- und Kontra-Argumenten, die diese ordentlich gegenüberstellt und den Leser an dieser Stelle mitnimmt und das Ganze etwas besser veranschaulicht, ist natürlich erwünscht. Eine einfache Auflistung in Bullet Points hingegen ist, wie gerade eingangs auch erwähnt, natürlich zu vermeiden. Ich hoffe, ich konnte euch die Verwendung von Grafiken in eurer wissenschaftlichen Arbeit auch ein bisschen näher bringen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.